Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir haben uns hier und heute zusammengefunden, um einen Preis zu verleihen, dem ein harter Wettbewerb vorausgegangen ist. Der Preis für die größte Sparschweinerei darf mit Recht als Auszeichnung der Superlative verstanden werden. Denn das Teilnehmerfeld ist in diesem Jahr so groß wie noch nie. Die gesamte Bundesregierung hat sich daran beteiligt und ihre Beamtenschar um Vorschläge gebeten. Hochrangige Kommissionen wurden eingesetzt. Jeder Konservative und Neoliberale, der auf sich hält, hat mit eigenen Ideen geglänzt. Und wir bekamen völlig neue, innovative, ja geradezu umwerfende Ideen und Vorschläge vorgeführt. Manch einem steht jetzt noch der Mund vor Verblüffung offen. Das Signal an die Öffentlichkeit, es darf wieder experimentiert werden. Im Ringen um den Titel der größten Sparschweinerei hatte die Jury mehr als ein Filetstück zu beurteilen. Es ist mir eine Ehre, den Preis für die größte Sparschweinerei heute zu prämieren. Der dritte Preis beginnt Damit möchte ich beginnen, geht an den Bundesfinanzminister Schäuble und die Arbeitsministerin Ursula von der Leyen. Bei allen Vorschlägen auf Kosten von Hartz-IV-Empfängern sticht eine besonders hervor. Die Arbeitsgruppe Standards der Gemeindefinanzkommission der Bundesregierung schlug vor, 25 Quadratmeter Wohnraum sollen genug sein für einen alleinlebenden Hartz-IV-Empfänger. Dieser Vorschlag könnte auch von Guido Westerwelle stammen. Endlich wird Schluss gemacht mit diesen 45 Quadratmeter Palästen, in denen so manch spätrömisch-dekadente Orgie der Hartz-IV-Empfänger gefeiert wurde. Und Georg Büchners Losung »Krieg den Palästen« wird nun endlich Wirklichkeit, dank der schwarz-gelben Bundesregierung. Dennoch hat Ursula von der Leyen, die dazu ganz schlau bemerkte, die Voraussetzungen der Mietkosten sind sicher ganz unterschiedlich in der Innenstadt von München oder in der Uckermark, den ersten Preis verpasst. Denn wer ein wirklicher Sparfuchs ist, der wäre schnell auf die Frage gekommen, warum man einem Hartz-IV-Empfänger bezahlen soll in München, wenn der Staat sich mit Hartz-IV-Empfängern in der Uckermark doch so viel besser sanieren kann. Meine Damen und Herren, Platz 2 geht an Gesundheitsminister Rösler. Auch er hat seine Hand schon fast am Siegerpokal. In der Sonderwertung leere Geldbörse für Arbeitnehmer liegt er mit der Erhöhung der Krankenkassenbeiträge ganz weit vorn. Allerdings ist ihm anzukreiden, dass Kreativität und Innovation zu wünschen übrig lassen. Eine einfache Beitragserhöhung zulasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kann wirklich nur als ein altbackener und klassischer Vorschlag der Gesundheitspolitik verstanden werden. Mit welcher Eleganz hatte er noch wenige Wochen zuvor den Eindruck erweckt, er würde sich tatsächlich mit der Pharmalobby anlegen. Wir loben uns allerdings den Mut, den man aufbringen muss, um ein Gesundheitssystem, das schon jetzt ein Zweiklassensystem ist, noch weiter in die soziale Schieflage zu bringen. Daher Hut ab vor Minister Rösler, was immer noch besser ist als ein pauschales Kopf ab. Meine Damen und Herren, Sie haben lange gewartet, aber nun ist es soweit. Es ist an der Zeit, den ersten Preis für die größte Sparschweinerei zu vergeben. Schon allein das Kürzungsvolumen hat es in sich, denn wir reden hier von 600 Millionen Euro. Und noch besser, noch kreativer, noch überraschender wird es, wenn wir sehen, wo diese 600 Millionen gekürzt werden sollen. Nachdem es bei den Kürzungsvorschlägen der Vergangenheit Erwerbslosen, Rentnerinnen und Rentnern und chronisch Kranken an den Kragen gegangen ist, haben wir es jetzt mit einer Zielgruppe zu tun, an die sich die Politik bis jetzt noch nicht herangewagt hat. Sie denken jetzt sicherlich, es ginge den Gewinnern und Profiteuren der Finanzmarktkrise an den Kragen.
aber weit gefehlt. Gekürzt werden soll bei jungen Familien, insbesondere bei denen mit geringem Einkommen. Welche überragende, perfide Idee, dass dieser Vorschlag ausgerechnet von der Bundesfamilienministerin kommt. Der erste Preis für die größte Sparschweinerei geht an Bundesfamilienministerin Christina Schröder. Christina Schröder hat sich nicht ablenken lassen von diesem ganzen linksradikalen Geschrei nach Finanztransaktionssteuer, Vermögensabgabe, Millionärssteuer oder Finanzmarktregulierung. Nein, sie bleibt ihrer strammen, konservativen Gesinnung treu. Ministerin Schröder kehrt vor der eigenen Haustür. Eben noch war sie ein weithin unbekanntes Nachwuchstalent im Kürzungsorchester der Bundesregierung. Aber mit dem Paukenschlag im Bereich des Elterngeldes hat sie sich einen Platz in der ersten Reihe gesichert. Hier passt alles, kürzen geht nicht besser. Kinder und junge Eltern als Zielobjekte des Sparens, dafür braucht man schon eine Menge Fantasie, dafür braucht man Dreistigkeit, da braucht man eben Christina Schröder. Und meine Damen und Herren, es braucht Mut. Denn es gibt ja genug Menschen in diesem Land, die der irrigen, sozialistischen, ja schon fast kommunistischen Auffassung aufgesessen sind, dass Kinder für soziale Ungerechtigkeiten nicht in Haftung genommen werden dürfen. Und für die Spekulationen der Banken schon gar nicht. Doch Ministerin Schröder widersteht dieser üblen Hetze. Ja, Ministerin Schröder macht Schluss mit der sozialen Hängematte, an die die Kinder von Hartz-IV-Empfängern schon in der Wiege gewöhnt werden. Endlich dürfen auch unsere Jüngsten am Wettbewerb um den härtesten Ellenbogen teilnehmen. So sind sie für unsere hartherzige Ellenbogengesellschaft bestens gerüstet. Und sie lernen schon von klein an, wo ihr Platz in dieser Gesellschaft ist, ganz unten. Dafür verleihen wir Ihnen, Frau Bundesministerin Christina Schröder, den ersten Preis für die größte Sparschweinerei. Frau Ministerin Schröder, wir möchten Sie nun bitten, diesen Preis entgegenzunehmen.